Hallo und willkommen zurück zu Portal, dem ersten Teil. Nachdem ich jetzt hier schon einige Testkammern hinter mich gebracht habe, geht's jetzt weiter. Ich bin immer noch genau da, wo ich aufgehört habe. Nur wenige Sekunden Unterschied, wo ich kurz mal eben die Videodatei und die Audiodatei für dieses Video wegspeichern musste. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ja. Jetzt laufen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob uns wieder irgendwas gesagt wird. Nein! Kein Kommentar im Aufzug. Das ist neu. So, schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Kommt wieder so ein lustiger Ladescreen. Ich hoffe nicht. Nein, kommt nicht. Wunderbar. Was erwartet uns hier? Testkammer Nummer 12. Beschleunigung. Bereit. Machen zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. Hä? Das war jetzt etwas abgehackt. So, dann schauen wir mal. Da muss ein Portal hin. Und da muss ein Portal hin. Dann schauen wir mal, wo es mich hinhaut. Wunderbar. Das gleiche Spiel nochmal. Funktioniert nicht. Aha, weil das Portal darauf muss. Ab und zu bringt es halt doch mal was, erst zu schauen und dann was zu machen. So, okay. Da oben ist mein Cube, den ich jetzt brauche. Okay, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig. Das heißt, ich muss jetzt hier runterspringen, damit ich da oben raufkomme. Hui! So. Oh, hier kann ich nichts machen. Das ist jetzt eher uncool gerade. Kann ich da einfach rüberhüpfen? Probieren wir es mal aus. Hui, jawohl, geht. So, wunderbar. Dann hier das Portal hin. Ah, und das da unten gibt's noch. Das ist ganz schön kaputt hier. Die Anlage geht echt ganz schön kaputt. So, gut. War jetzt auch noch nicht so wahnsinnig schwierig. Hm. Eher unübersichtlich als schwierig. Schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Ja, ein Ladescreen. Yay. Wenn er wenigstens animiert wäre und dann nicht einfach das Spiel hängen würde, wäre das Ganze wesentlich cooler. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Gut, nächste Testkammer. Das müsste jetzt die Nummer 13 sein. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Ach, wie schön. Wenigstens werde ich wiederbelebt. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Wir brauchen hier Cubes. Gut, der muss da liegen bleiben, sonst ist hier nämlich die Tür erstmal weg. Obwohl? Nee, muss nicht mal. Weil ich jetzt hier... So, da kann ich jetzt den hier so mitnehmen. Dann kann die Tür nämlich da ruhig zugehen. So. Dann brauche ich jetzt erstmal hier ein Portal und da ein Portal, dass hier für Strom gesorgt wird. Was macht das? Okay. Das sorgt jetzt dafür, dass ich hier den Cube... Ah! What the heck? Ja, Portale sind lustig. So, wunderbar. Dann muss ich jetzt dafür sorgen, dass... Da die Würfel hinfallen. Passt. Das da könnte die richtige Stelle sein. Nicht ganz. Ja, sowas von daneben. Ach. Mann. So, das hier ist die richtige Stelle. Ah, nee. Echt jetzt? So, kurz gerade ausrichten, fallen lassen. Immer noch nicht ganz. So. Jetzt aber.
Nein! Ach, geh. So. Nein! Schaffe ich es jetzt, das hier mal so? Jawohl! Geht doch! Das dachte ich schon, hey. So. Gut, dann einmal hier, einmal da. Runter und durch. Und wieder eine Kamera. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Man wird mich vermissen? Sicher? Also ich will ja jetzt hier nicht spoilern, aber das wage ich jetzt gerade zu bezweifeln. Denn so langsam wird sich hier eine Story aufbauen. So, Test Nummer 14. Oder ist richtig viel dabei? Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und Sie sind ein hervorragender Testkandidat. Das ist doch schön, von dem Computer gelobt zu werden. So, jetzt muss ich schauen, wie schaffe ich es jetzt, hier rauszukommen. Okay, da muss auf jeden Fall mal irgendwie Energie hin. Die Frage ist jetzt gerade nur... Wo kommt die Energie her? Okay, da ist der Ausgang. Da brauche ich jetzt den Cube. Kann ich hier laufen? Nee, kann ich nicht. Ich kann mich ducken. Ich kann springen, aber nicht laufen. So. Richtig, das hier war relativ fies, dass man da hinkommt. Ja, okay, so fies dann doch nicht. Eigentlich relativ logisch. So. Damit habe ich hier meinen Cube. Den es braucht. Und dann lege ich jetzt hier schon mal ein blaues Portal hin. So. Der Würfel hier kommt jetzt hier auf den Knopf. Wo ist er denn? Da ist er. So, und dann müsste jetzt hier drüben wahrscheinlich die Energiequelle sein. Irgendwo. Da drüben. Okay. Ich hoffe mal, das Mittelding, da fährt nicht auch runter. So. Wunderbar. Sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. In der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Schön. Das ist dann wohl der hier, der mich hier zum Ausgang bringt. So, dann weiter. Ich frage mich ja, was das hier oben für ein blaues Geschein-Dings da ist. Ich würde hier mal aktuell auf Grafikbug tippen. Vielleicht sollte es auch die Spiegelung hier von Aperture Laboratories Logo sein. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. So, nächster Test. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Ja, bitte, bitte. Kein Problem. Kann ich hier? Ja, da kann ich ein Portal machen. So, jetzt ist nur die Frage. Wie mache ich das jetzt? Also da oben muss auf jeden Fall eins hin. Ah, ja, 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 ja. Hab schon. So. Wunderbar. Genau, und hier mit diesen Barrieren, jetzt sieht man es das erste Mal so richtig, verschwinden nämlich auch hier die Portale. Und ich kann da auch kein Portal durchschießen. Geht nicht. So,
Schau mal. Wo bin ich jetzt? Oh, das ist fies. Das ist richtig fies. Weil jetzt geht's darum, das Ding hier abzufangen. Okay. So, einmal durch. Da muss jetzt hier das Blaue hin. Nein, ich war zu langsam. Verdammt. Okay. Nochmal das Ganze. So. Dann muss die Kugel jetzt hier rüber. Oh, fuck. Ach so, da ist eine neue. Ah. So. Teilweise muss das Zeug hier auch echt gut getimed sein. So. Wunderbar. Ja, passt. Schön. Sehr schön. Genau, die Tests werden schwieriger mit der Zeit. Sieht man ja. Hier war es jetzt auch reine Timing-Sache, ob man es schafft. Schauen wir mal hier, Lift. Wo komme ich jetzt hin? Da ist gleich der nächste Test. Und ich schätze mal, hier ist irgendwo auch dieses komische Dreckswasser. Irgendwo. So. Schau mal. Ah ja, okay. Gut. Schön. So, hier kann ich rauf. Da kann ich runter. Okay. Schau mal, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das reicht, da runterzukommen. So. Oh, nee, bei Weitem nicht. So, okay. Das heißt so viel wie... Dieses Portal hier brauche ich. So. Da drüben kann ich keinen Sinn machen. Ach Mann, hey, ich kann mich an diesen Test erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie man löst. Es hat auf jeden Fall irgendwas hier mit diesem Raum zu tun. Hallo Kamera. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Das sagst du so, jetzt. So. Okay. Nee, hier der Boden ist nicht portalfähig. Oh, der hier schon. Ah, okay. Ja, gut, dann habe ich meine Lösung gefunden. Nee, dann setzen wir hier mal ein gelbes Portal hin. Oder ein oranges. So. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal durch. So, wunderbar. So geht das. Folgeportale aufmachen. So, schau mal. Wo führt mich dieses Ding hin? Führt mich das irgendwo hin? Fährt das schon? Nein. So, jetzt muss ich hier irgendwie das da abfangen. Das muss wieder mit einer ähnlichen Lösung laufen wie gerade eben schon. Das war jetzt eher gerade Zufall, dass ich das jetzt tatsächlich so geschafft habe. So, schauen wir mal. Ja, nee, das war jetzt eher ineffektiv. So, aber so müsste es gehen. Schauen wir mal. Ja? Nein? Okay. Dann so. Wo ist denn das Ding jetzt? Da! Hä? Moment. Ach, Mann! Darüber! So.
Jetzt habe ich's. Das muss hier abprallen darüber. Zack, darüber. Und dann läuft's auch da rein. Wunderbar. Und damit ist dann hier diese Lift aktiv. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier wieder rüberkomme. Da kann ich jetzt kein Portal hinbasteln. Aber die Lösung ist hier wahrscheinlich wieder relativ die gleiche. So. Zack. Oh. So, wunderbar. Bin ich da rüber gekommen. Ja. Ah! Oh mein Gott, das Ding verschwindet. Das ist ja richtig fies. Okay. Okay, das läuft in die Richtung. Das heißt, hier muss ich jetzt relativ geschickt sein. So, wunderbar. Da fahren auch schon zwei Lifte irgendwie runter. Oh. Ich höre Musik. So, ein Portal hier. Und das nächste muss... Wo muss denn das nächste Portal hin? Hier? Nein. Wo ist denn das Ziel von dem hier? Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Da geht irgendwas auf. Okay, das ist ja gemein. Das sind zwei Dinge hier gleich. Das heißt... Uah! Huh! Geleck! So. Au! Verdammt. Nicht geschafft. Ach, schade. So. Gut. Okay. Also, welches war das jetzt? Klar, wenn ich das Zeug hier jetzt schon umgeleitet habe. Gut. Das heißt, das hier sollte das erste sein, was ich aufmache. Dann lege ich jetzt schon mal da ein Portal hin. Und hier. So. Und dann geht's jetzt rund und das Ding hat Strom. Die Mädchen selbstwertfroh von Aperture Science eines oder alle ihre Organe spenden können. Ganz recht. So, wunderbar. Nein, ich will meine Organe hier nicht spenden. Nicht in dieser ominösen Umgebung. Wo ich ja noch nicht mal weiß, warum ich da überhaupt bin. Und was ich hier machen soll. Warum? Was? Wie? Wer? Wieso? Völlig planlos. Planlos im Aperture Science Enrichment Center. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich hier Missionen habe. So. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Okay, schön. Und damit werde ich mich für diese Folge verabschieden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn's heißt, Portal und ja, Portal ganz halt. Schauen wir mal. Und diese lustigen Dinger hier, die da so rumstehen. Und lustige Bewegungen machen. Schauen wir mal, was es mit denen auf sich hat. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.